Das erste Mal gesehen beim Announcement-Dreh. Wir haben im September 2019 einen Clip vorbereitet für das Announcement der European Championships, das sich ja ein paar Mal verschoben hat und dann letzten Endes im November stattgefunden hat. Und da war sie die Titelheldin unseres Films und hatte allerdings noch, im Jahr 19 hat sich ja viel verändert, im Jahr darauf dann auch mit Corona, allerdings bei dir ja eher zum Positiven. Und vielleicht kannst du diese Perspektive mal schildern, wie er 2019 quasi im Blick auf die European Championships noch ganz anders aussah, als sie jetzt inzwischen ist. Ja, das mache ich gern. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freut mich auch sehr. Wie du schon gesagt hast, 2019 war für mich auch ein Jahr des Umbruchs und es war auch das erste Jahr, wo ich in keinem Kader war, in keiner Förderung war und keine Partner hatte. Deswegen weiß ich sehr gut, was es bedeutet, dass man gute Partner braucht und dass der Sport da ohne Partner schwierig funktioniert. Ja, ich habe 2019 dann Trainer gewechselt, bin wieder zurück in die Heimat gegangen, starte jetzt für Burghausen, habe viel Umbrüche gehabt, habe dann auch das Training gut umgestellt, habe viel Crossfit gemacht, viel mentales Training gemacht, einfach jeden Stein umgedreht, damit ich dann hier bei den European Championships hoffentlich auch an den Start gehen kann. Und das hat sie dann durch die Corona-Pandemie alles ein bisschen verbessert. Ich hatte endlich Zeit, dass mein Körper ausheilt, dass ich mir ein bisschen Ruhe gebe, dass ich besser werde, stärker werde. Und das hat sie dann letztes Jahr gezeigt. Ich konnte in Braunschweig bei den deutschen Meisterschaften bei den Finals endlich mal zeigen, was eigentlich in mir steckt. Ich wurde Deutschmeisterin, habe meine persönliche Bestleistung fast an die 11-Sekunden-Marke geschraubt. Und habe dann auch noch das Abenteuer im Wintersport gewagt. Wo ja Lotto Bayern auch eine große Verbindung hat. Und jetzt bin ich hier und versuche mich dieses Jahr eben hoffentlich schon am Samstag für die European Championships abzuqualifizieren. Genau. Am 15. August hier zu starten. Steht die Titelverteidigung bei den deutschen Meisterschaften an? Dann gibt es ja noch eine WM und dann machen wir aus Silber Gold. Ja, probieren wir es. Doch, also es ist ein sehr aufregendes Jahr. Es gibt viel noch zu tun. Es gibt viel hoffentlich dann zu erleben. Am Samstag in Berlin im Olympiastadion die deutschen Meisterschaften. Dann im Juli Weltmeisterschaften in den USA. Und dann hoffentlich kehren wir im August hier zurück in das schöne Stadion da unten. Und ja, also mit der Staffel gerade haben wir uns ja schon oft eine Medaille vorgenommen. Ich glaube, dieses Jahr wird es endlich mal Zeit. Und es wäre natürlich auch schön, wenn es hier mit einer goldenen klappt. Und es sind ja Heimspiele, das ist sicher für jeden Sportler, Sportlerin was ganz Besonderes. Auf jeden Fall, also ich kann mich selber erinnern, ich war 2006 hier mit meinen Eltern im Olympiastadion beim Europacup Leichtathletik. Und das war für mich ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. 11, 12. Und ja, habe immer davon geträumt, dass ich selber mal in diesem Stadion vor allem auch laufen darf. Also zum Glück hatte ich schon das eine oder andere Olympiastadion, in dem ich Wettkämpfe bestreiten durfte. Aber gerade in dem Stadion ist, finde ich, das perfekte Leichtathletikstadion. Ist nicht nur von der Größe, auch vom ganzen Ambiente. Und eben daheim ist. Also ich war in München mal im Verein, ich habe in München mal studiert. Also ich wohne eine Stunde weg von hier. Also es ist wirklich für mich Heimspiel. Deswegen freue ich mich ganz besonders drauf und kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also. Du hast vor ein paar Wochen in der Süddeutschen gesagt, du bringst deine 500 besten Freunde mit. Die sind alle im Stadion. Ja, also 500 beste Freunde, glaube ich. Aber zumindest eine große Fangemeinde. Ich kenne wirklich sehr, sehr viele, die jetzt schon gesagt haben, sie haben die Tickets gekauft. Und also wenn ich dann am 15. wirklich hier laufen werde, dann kann ich mir sicher sein, dass bestimmt 500 Leute für mich schreien. Und dass ich da nicht alleine stehe und das ist ein Gefühl und eine Vorstellung, die hatte ich so noch nie und das ist was ganz was Besonderes und ich freue mich sehr drauf. Also die 500 waren sicher besonders laut sein, aber ich glaube, da sind noch dranhängen. Ja, wir sind noch ein paar Tausend dahinter, die da mitschreiben, ein paar Zehntausend. Bei 500 würde ich in Schwitzen kommen. Das sind ja nur die besten Freunde. Die anderen 20, 30, 40, 50.000, die kommen dann noch dazu. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese Runde. Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Wir stehen